So, dann herzlich willkommen und zurück zu unserem Nachmittagsblock. Den Anfang wird Johannes Kröger machen. Er hatte uns ja gerade eben schon ein paar Einblicke in QGIS gegeben und wird nun etwas länger dieses Mal auf Exportmöglichkeiten von QGIS eingehen. Vielen Dank. Bin ich an? Nee, ne? Jetzt so? Test. Ah, danke schön. Genau, ich werde euch was erzählen, wie ihr quasi aus QGIS, wenn ihr irgendein schönes Projekt gemacht habt, die Sachen auch rauskriegt aus diesem GIS. Ihr wollt vielleicht Bilder publizieren, irgendwie eine Webseite bauen oder was auch immer. Ich komme von der Uni Hamburg, will ich schon sagen, Hafen City Uni Hamburg, bin dort im Labor für Geoinformatik und Geovisualisierung und ab und zu kommt der Fall halt mal vor, dass wir irgendwie ja was nicht nur im GIS haben wollen, sondern eben exportieren müssen für Berichte, für Abschlussarbeiten oder Kooperationen mit Medien. Deswegen ist es eine Sache, die öfters mal bei uns vorkommt. Ich stelle heute eigentlich nur Projekte fremder Leute vor, quasi. Ich habe meine eigenen Karten hier drin, aber die Arbeit, quasi die Software, kommt von anderen. Ich will einfach einen großen, groben Überblick geben, was bei QGIS so geht. Grundsätzlich gibt es zum einen natürlich in QGIS selbst schon Möglichkeiten, Bilder rauszuholen. Zum anderen geht es eher um Plugins heute. Das ist ein bisschen das spannendere Thema, finde ich. Ihr könnt natürlich, wenn ihr eine Karte gemacht habt, einen Screenshot machen. Logisch, habt ihr 1:1 das gleiche, was ihr seht. Ist jetzt nicht so toll, aber manchmal reicht es auch schon aus. Problem ist natürlich, die Georeferenzierung geht verloren. Ihr habt einfach nur noch ein Bild. Das sind Pixel, das steht nicht drin, wo das ist. Ihr könnt in QGIS auch sagen, ich will den Kartenausschnitt explizit als Bild speichern. Dann kann man auch sagen, Worldfile dazu schreiben oder sowas. Allerdings bisher in Version 2 war es so, dass die Auflösung, glaube ich, nur so groß war, wie der Kartenausschnitt auch war. In QGIS 3 ist das viel, viel, viel besser. Da kann man jetzt wirklich die DPI-Zahl angeben, kann sagen, ich will mehr exportieren, als der Kartenausschnitt ist und das dann rausspeichern. Ich muss mir kurz meine Uhr hier dazulegen, sonst vergesse ich die Zeit. Es gibt noch den Composer in QGIS, also wenn jetzt nicht nur das aktuelle Kartenbild exportiert werden soll, sondern tatsächlich vielleicht mehrere Karten oder eine Karte mit einem Maßstab und anderen Elementen wie Gitterlinien zum Beispiel, kann man sich so eine Druckzusammenstellung, glaube ich, heißt das im Deutschen, zusammenstellen, kann da mehrere Karten reinlegen, kann mehrere Seiten machen. Auch das ist in QGIS 3 stark verbessert worden. Man kann dann da ja, Rasterbilder rausholen, PNG, BMP, was auch immer. Kann dort eben auch DPI-Zahlen angeben, also große Dinge drucken. Man kann auch Vektordaten rausholen, also PDF, SVG. Das klappt aber meistens noch nicht so besonders gut. Ganz typischer Fall ist, man will einen Stadtplan nehmen, ne, wo irgendwie Straßen beschriftet sind und die Linien, die Beschriftung später noch anpassen. Das geht momentan nicht wirklich. Der Bezug zwischen Labels und Geometrie geht da verloren, wenn man das SVG öffnet. Das heißt, man muss per Hand wieder zuordnen, was gehört wozu. Und das ist nicht so schön. Auch sonst sind ein paar Bugs drin, habe ich lange nicht mehr ausprobiert, aber es war meistens relativ unbefriedigend. Was ganz, ganz toll ist in QGIS, was ich heute aber nur einmal mit der Folie hier sage, guckt es euch mal an, ist der Atlas. Man kann quasi auch eine Stapelverarbeitung machen. Man kann sagen, ich habe hier einen Datensatz mit 1000 Features, mit 1000 Geometrien drin. Ich will für jede Geometrie so eine Art Steckbrief machen, will die Karte darauf zentrieren, will den Kartenstil vielleicht anpassen. Man kann auch sagen, klar, ich mache mir irgendwie Rechtecke auf die Karte, verschiedene Gebiete, die ich eben einzeln als Karten exportieren will. Dafür ist der Atlas total toll, ist ziemlich komplex, das erstmal zu verstehen. Wenn man es dann hat, kann man sehr, sehr, sehr viele mächtige Sachen damit machen. Also an sich, QGIS bringt schon einiges mit, so die Grundlagen, sag ich mal, sind da. Aber vielleicht soll ja auch eine Webseite draus rauskommen oder irgendwas in 3D. 3D kommt in QGIS 3 jetzt auch einiges dazu, ich weiß nicht, was da die Pläne sind. Aber an sich bisher braucht ihr da Plugins. Ich habe jetzt 5 Plugins vorbereitet, die ich mal kurz zeigen möchte. Eins wäre Q-Tiles. Ihr kennt alle OpenStreetMap.org, die Seite. Ihr bewegt die Karte, da werden dann Kartenkacheln nachgeladen. Also Bilder im Endeffekt, die gerendert wurden. Und ihr könnt in QGIS auch genauso ein QGIS-Projekt umwandeln in solche Kartenkacheln. Mit dem Q-Tiles-Plugin geht das halt durch, guckt sich die Karte an, rendert kleine Kacheln raus im gleichen Format, wie es auch die ganzen Online-Karten nutzen, die noch auf Rasterkarten basieren.
und ihr könnt das dann anschließend in Leaflet, Open Layers oder wo auch immer weiterverwenden. Könnt genauso wie in anderen Projekten auch maßstabsabhängige Dinge machen, irgendwelche Beschriftungen auf einen bestimmten Maßstab erst reinholen oder Elemente ein- und ausblenden. Ihr kennt vielleicht noch Tilemill, das war vor 3-4 Jahren, glaube ich, sehr beliebt für solche Sachen. Ist halt fast so ähnlich, nur halt für QGIS. Genau, Nachteil, es kann nur WebMercato, das heißt, ihr habt ein riesiges Grünland, falls ihr große Gebiete zeigen wollt. Es ist ziemlich langsam und leider gehen die Labels auch oft kaputt. Das Ganze kennt keine Meta-Tiles, also es weiß nicht, was die Nachbarkarten noch zeigen. Ich habe hier meinen Export von ATKIS-Daten in Hamburg. Das ist eine Webseite einfach eingebunden hier. Und wenn ich reinzoome, kommen die Labels irgendwann dazu. Man sieht hier teilweise, dass sie irgendwie abgeschnitten sind an den Kachelkanten. Aber alles andere, was nicht labelt ist, ist hier wunderbar als Rasterkarte gerendert worden. Und ich kann es eben halt in eine OpenStreetMap-Karte reinlegen oder sonst was damit tun. Der Platzhirsch im Endeffekt bei den Export-Plugins ist QGIS to Web. Früher waren es mal zwei verschiedene, jetzt sind sie zusammengebracht worden in ein Projekt. Mit QGIS to Web kann man wirklich ein ganzes QGIS-Plugin nehmen und in HTML und JavaScript und CSS umwandeln, also quasi fertig machen zum Hochladen und Publizieren. Das Ganze basiert auf Open Layers oder Leaflet, kann man sich auswählen, was man möchte. Ist teilweise schon genug, um wirklich auch was zu publizieren. Man kann dort auch die QGIS-Stile teilweise mit übernehmen, also das sieht dann im Endeffekt fast genauso aus, wie es in QGIS aussah, wenn man Glück hat. Das kann natürlich nicht alles. Das Ganze weiß aber nicht so richtig gut, mit großen Datenmengen umzugehen. Wenn man ganz, ganz viele Features hat, kommt ein GeoJSON raus, das GeoJSON wird sehr groß im schlimmsten Fall, dass der Browser nicht mehr mitmacht oder die Internetverbindung. Wenn man Rasterdaten hat, werden sie eben nicht gekachelt, das heißt, wenn man jetzt eine deutschlandweite Karte hat und dann Raster hat, dann kommt ein riesiges Bild bei raus, was auf einmal geladen wird. Für sowas geht es nicht, aber für Dinge, na, da springe ich mal rüber hier, für irgendwelche Punktdaten zum Beispiel oder Linien, irgendwas Kleineres, der hat hier einen kleinen Bug, da muss ich anders reinzoomen, kann man sehr, kann man sehr schön einfache Karten publizieren. Man kann sich eine Basemap auswählen, ich habe irgendwas von Stamen genommen, glaube ich, habe hier Standorte, wo Fotos gemacht wurden von so einem Gebäude in Dortmund. Die Sichtlinie jeweils dazu noch, also quasi in QGIS sah es fast genauso aus, Hintergrundkarte, diese SVG-Symbole hatte ich auch in QGIS so eingebunden, das sind kleine Kameras, und das exportiert, und man kann in dem Plugin auch sagen, ich möchte ein Pop-up haben und kann da ganz frei sich eine HTML-Expression reinschreiben, also kann da die Attribute verbinden, kann hier, das Bild wird direkt von Flickr geladen, also richtig komplett HTML mit einbinden. Das hier ist in Leaflet einmal exportiert, hier einmal in Open Layers, ihr seht, sieht genauso schön aus. Kann das Gleiche. Ich habe dummerweise einen Fehler gemacht, jedes Bild ist das Gleiche, aber das ist wurscht. Man kann hier auch Dinge tun wie Koordinatenpräzision einschränken, was sinnvoll ist, also jetzt nicht Nanometer genaue GeoJSONs zu haben, sondern eben sinnvolle Beschränkung zu haben. Man kann das Ganze einschränken, dass der Nutzer nicht ganz weit rauszoomen kann, ich komme hier nicht weiter raus, auch eine Begrenzung, wie weit ich rein kann. Das heißt, man kann das Ganze zuschneiden auf seinen Datensatz und auf das, was die Nutzer damit machen können sollen. Eins meiner Lieblings-Plugins, ich habe es noch nie genutzt, glaube ich, richtig, aber ich finde es total toll und finde es eine schöne Sache für statische Karten, ist das HTML Image Map Creator. Wer kennt noch HTML Image Maps hier? Ja, so 3 Leute, na, 5 bis 10. War früher mal ganz cool für Navigation auf Webseiten, wenn die so richtig grafisch aufbereitet sein sollten und dann irgendwo versteckt waren dann die Links. Es ist quasi ein Bild und das Bild hat zusätzlich noch Polygone definiert, also Areas definiert in den Koordinaten des Bildes. Und die kann man nicht anklicken oder mit der Maus drüber gehen. Ich habe hier ein Bild irgendwo Hamburg, irgendwelche Joggerrouten, habe hier in QGIS mir einfach ein paar Bereiche hervorgehoben mit einem Label dazu und diese hervorgehobenen Bereiche auch als interessante Areas definiert. Und beim Export kriege ich einfach ein PNG-Bild, eine HTML-Seite und zusammen ist dann quasi eine so halbdynamische Seite. Ich kann nicht zoomen, ich kann die Karte nicht bewegen, aber ich kann eben Kartenelemente anklicken oder beim Mouse-Over unten einen Text anzeigen lassen. Finde ich super, wenn man eben wirklich eine Karte braucht, die nicht viel kann, ist sowas viel besser, als dann irgendwie gleich Leaflet oder Open Layers raufzuschmeißen, auch was die Nutzerfreundlichkeit angeht, weil es eben sehr, sehr einfach ist. Genau, Folien kann ich später mal hochladen, da steht ein bisschen mehr noch drin.
Bis wann habe ich? 40, glaube ich, ne? Super, perfekt. Das wären jetzt alles 2D-Sachen. Es gibt auch noch eine 3D-Variante, um aus QGIS 3D-Dinge zu exportieren. Ich schätze, QGIS 3 wird das irgendwann auch selber können mit den neuen 3D-Sachen, die da kommen. Bisher gibt es halt ein Plugin, was nicht so wahnsinnig gut mehr gepflegt wird. QGIS to 3JS. 3JS ist eine Bibliothek für JavaScript, um mit WebGL 3D-Sachen was zu machen. Ich zeige das gleich nochmal live hier, das rechte, was sich hier gerade dreht. Links habe ich halt einen Screenshot aus QGIS und rechts das, was dann mit dem Export entstanden ist. Das zeige ich aber gleich nochmal. Das Ganze macht 3D, wie gesagt. Das heißt, es ist relativ komplex für Nutzer danach, damit zu interagieren, wenn sie damit interagieren sollen. Man kann reinzoomen, man kann rauszoomen, das Ganze drehen. Man kann da sehr schnell irgendwie dann auf den Kopf enden und so weiter. Das Schöne ist, man kann das Ganze anpassen. Es kommt halt 3JS raus, es kommt ein Haufen JSON und CSS und HTML raus. Man kann dann ganz frei weiter damit arbeiten, kann noch Nebel einbauen oder irgendwelche Shader nutzen oder 3D-Modelle einbinden, alles Mögliche. Was das Ding macht im Endeffekt, das kann ich mal als Beispiel nehmen. Das sind Wracks irgendwo an der Elbe in Hamburg. So würde es in QGIS aussehen, von oben drauf gesehen. Ich habe Hill-Shading benutzt und einfach noch ein bisschen Farbverlauf reingemacht. Und dann QGIS to 3JS gesagt, hey, ich habe hier ein Projekt, das will ich exportieren. Nimm mal bitte mein Geländemodell und extrudiere das nach 3D. Und pack oben drauf bitte die Textur, die ich auch, wenn ich von oben in QGIS drauf gucke, sehe. Das heißt, er baut da draußen ein Drahtgittermodell. Kann ich auch mal anschalten hier. Die Kenner von euch sehen, es verschwendet wahnsinnig viele Dreiecke. Ist halt ein Gitternetz, nicht optimal gemacht leider. Aber sehr schick und einfach eine Webseite kommt raus, die man einbinden kann, hier als iFrame zum Beispiel. Man kann reinklicken, kriegt dann die Originalkoordinaten angezeigt, die man hatte. Das könnte man natürlich auch anpassen, wie es hier aussieht. Ist nicht so schön. Mein Layer-Name auch nicht. Aber ihr seht hier, wie -3 Meter sind es da hinten gerade, wo ich hingeklickt habe. -2 Meter, was auch immer. Was es direkt schon mitbringt, ist auch ein Modus, dass man einfach Knopf drückt, dann dreht sich schön. Das heißt, man kann es irgendwie als Illustration einbinden, wenn man möchte. Wir hatten das hier als quasi Auftrags- oder Kooperation mit der Welt N24 gemacht, wo wir die Elbe unter Wasser so ein bisschen visualisiert haben. Und da war sowas halt total schick und eye-catchy. Ne? Das ist echt eine schicke Sache. Das Beispiel von eben, ein bisschen komplexer. Das sind bisschen martialisch Bombenkrater in den Harburger Bergen in Hamburg. Da hatte ich mal gesehen, dass im Geländemodell halt so Löcher drin, so Punkte drin waren. Das fand ich interessant. Und habe dann hier so eine düstere Karte zusammengestellt, nur als Beispiel. In QGIS wird es wieder etwa so von oben aussehen. Ich habe Hill-Shading und ein Luftbild drüber gelegt. Habe dann einfach mal alle Krater, die ich gefunden habe, einen Punkt drauf gesetzt und einfach einen Buchstaben dazu als Attribut. Und konnte dann sagen in QGIS to 3JS, okay, mach da bitte eine Linie drauf, mach die bitte, weiß ich nicht, 5 Meter über dem Geländemodell. Das heißt, jeder dieser Striche sitzt quasi auf dem Modell auf, sind jeweils die gleiche Höhe darüber. Ich könnte auch sagen, absolut, die sollen alle auf 20 Meter in der Luft schweben. Ich kann sagen, was denn noch dargestellt werden soll. Ich könnte jetzt noch 3D-Modelle reinbinden, direkt in QGIS to 3JS, könnte sagen, ein bisschen wie das, wo ist er, egal, doch, nein, wie das Model Repository für OSM, was vorhin vorgestellt wurde, könnte man hier auch theoretisch einbinden, OBJ-Dateien, wäre überhaupt kein Problem, würde das alles für euch automatisch mitmachen. Ich habe hier noch eine Pipeline mit eingezeichnet, weil da im Wald eine Schneise war, kann hier auch 3D-Objekte anklicken und sehe dann hier das Label Schneise für Gleisleitung, Gasleitung. Ist halt sehr frickelig hier dargestellt, nicht schön gemacht, das könnte man alles später machen. Was noch interessant ist, ist auch für Leute, die mit Wasser irgendwas tun, da gibt es auch eine sehr schöne Demo von jemand anders. Man kann hier auch so eine Ebene noch mit hochziehen, die dann quasi einfach das ganze Gelände schneidet. Da gibt es eine Demo mit einer Insel, die dann halt überflutet wird, mit einem schönen Wassereffekt. Da geht im Endeffekt alles, was irgendwie in WebGL geht, könnte man hier einpflegen. Ich habe einen Schatteneffekt hier eingebaut. Das heißt, wenn ich rauszoome, verschwindet es im Schwarzen. Das waren 2 Zeilen Code oder sowas. Da gehe ich nicht weiter drauf ein, obwohl doch, ein bisschen Zeit habe ich noch. Das QGIS to 3JS ist relativ komplex. Man muss eigentlich von wie funktioniert 3D im Computer bis hin zu wie reden Webserver miteinander und so weiter,
relativ viel Wissen, um damit Ergebnisse zu erzeugen, die für Nutzer gut sind und auch die, das ist eben das Beispiel, hier sind glaube ich 40 Megabyte, das andere sind 15 Megabyte, das heißt viel zu viel für eine Webseite. Man kann dann verschiedene Dinge machen, man kann sagen, ich will eine ganz geringe Auflösung von dem Gitternetz haben oder halt eine höhere, was natürlich in dem Aussehen dann auch Unterschiede bringt. Man kann die Texturauflösung anpassen, man könnte auch gewisse Bereiche höher aufgelöst machen, also hier unten habe ich den Bereich als besonders interessant markiert und gesagt, da soll eine ganz kleine Maschenbreite sein, der Rest ist wurscht. Sieht dann auch schnell ein bisschen komisch aus, aber so wäre es möglich, quasi zu sagen, hier, das Gebiet ist für mich ganz extrem wichtig. Macht da bitte mehr Polygone hin. An sich ist es ziemlich frickelig, auch was rauskommt. Wie gesagt, es ist nicht optimal irgendwie vermascht. Das ist einfach ein Gitter, was nicht so schön ist. Super. Das habe ich schon gesagt. Was auch ganz toll ist, man kann damit ein QGIS-Projekt in 3D umwandeln und exportieren. Man kann daraus OBJ-Dateien erzeugen, DAE, STL. Ich habe es genutzt, um danach von diesen Wracks mir einen kleinen 3D-Print zu machen. Also habe das einfach exportiert als extrudiertes Geländemodell, das in die Modellwerkstatt gegeben bei unserer Uni. Und dann habe ich halt ein schönes Modell für einen Schreibtisch draus bekommen. Also als Möglichkeit, mit anderen Projekten, mit anderen Programmen weiterzuarbeiten, wie Blender oder was auch immer, ist hiermit auch sehr einfach möglich. So, letztes Beispiel. Der Time Manager hat Anita Graser bestimmt schon mal für Foscus vorgestellt. Ein Plugin für QGIS, mit dem man spatiotemporale, also raumzeitliche oder einfach zeitliche Daten in QGIS visualisieren und analysieren kann. Man kann dort sagen, zum Beispiel, ich habe hier ganz viele Punkte und diese ganzen Punkte repräsentieren Orte, an denen ein Feature war. Also über die Zeit verteilt haben wir hier mal das Tier beobachtet, dann da, das ist das gleiche Objekt, was sich bewegt hat. Oder es könnte auch sein, dass irgendwelche Lebenszyklen da sind, dass ein Objekt heute Morgen entstanden ist und heute Abend wieder weg ist. Und das heißt, die können Zeitstempel haben und der Time Manager kann damit umgehen. Das Schöne ist, man kriegt einfach so eine Leiste in QGIS, wo die Zeit durchläuft, kann man hin und her sliden. Das Ganze kann einem aber auch für jeden Zeitschritt, den man selber auswählen kann, das Ganze exportieren als Bild und mittlerweile auch rendern als Video, was man sonst selber machen könnte. Dann kommt im Endeffekt einfach nur ein Video raus, was man dann nicht weiter groß detailliert bearbeiten könnte. Man könnte natürlich auch einzelne Layer sich dann exportieren und nachträglich irgendwie dann mit Compositing, wie auch immer, das schön machen. Ich habe hier zum Beispiel ein Schiff, was auf der Elbe mal einen Maschinenschaden hatte. Ich habe einfach in QGIS mir ein schickes Symbol ausgewählt, ein bisschen Glow rumgemacht. Und ich habe hier im Endeffekt einfach einige Punkte gehabt, vielleicht da und da unten dann ganz viele, die im Abstand von einer Minute Fahrzeit vielleicht waren von dem Schiff, also einer Minute Realzeit. Und der Time Manager kann dazwischen interpolieren. Ich kann sagen, diese ganzen Punkte repräsentieren Positionen dieses Schiffes. Dazwischen weiß ich nicht, was passiert ist. Macht da bitte einfach eine Bewegung, die geradlinig, linear interpoliert ist. Und dann kommt eben so eine wirklich realistisch aussehende Animation mal raus. Man könnte auch hier, wenn das Schiff sich gedreht hat, in den Originaldaten war halt der Kurs auch mit angegeben, in welche Richtung das Schiff jetzt gerade zeigt. Das könnte man auch über Data Defined Properties in QGIS in jedem Schritt dahin drehen, wo es eben tatsächlich hingeguckt hat. Und beim Export würde es genauso auch rauskommen. Damit bin ich am Ende. Genau. Ich hoffe, ich habe ein bisschen zeigen können, dass es relativ einfach ist, mit QGIS Plugins Exporte zu machen. Dass es sehr vielseitig ist. Ihr könnt Webkarten machen, ihr könnt 3D machen, ihr könnt Videos machen, ihr könnt Bilder machen. Ganz, ganz vieles geht damit. Was mir ein bisschen wichtig ist, die Idee an sich, das Ganze sind Sachen, die dann in eurer eigenen Macht sind. Ihr könnt eine Webkarte publizieren, ihr könnt theoretisch mit QGIS-Tiles euch eine Hintergrundkarte rendern, ihr könnt mit QGIS2Web diese Hintergrundkarte auch wählen. Ihr könnt bei QGIS2Web jede Hintergrundkarte einbinden, die ihr wollt, ihr könnt auch Vector-Tiles nehmen, was auch immer. Ihr könnt mit QGIS-Tiles eure Basement machen, mit QGIS2Web Daten drauflegen, im Pop-up was 3D machen, wie auch immer. Ihr könnt alles selber hosten. Das heißt, ihr seid nicht abhängig von irgendwelchen externen Anbietern, die sowas natürlich auch gerne anbieten. Das finde ich schön, sowas sollte mehr gemacht werden, finde ich. Jo, damit viel Spaß und wenn Fragen sind, gerne jetzt oder später. Genau, herzlichen Dank für diese nützlichen Tipps. Fragen, Anmerkungen aus der Runde?
Ja, erstmal danke für den Vortrag. Ich komme so ein bisschen aus der Branche Trinkwasser, Abwasser und Fähr- und Entsorger. Und ich kriege natürlich spitze Ohren. Überflutungsflächen finde ich geil in 3D. Noch geiler fände ich natürlich Überflutungsflächen in 3D mit Time Machine zusammen. Mal richtig schön visualisieren, ne? Es läuft jetzt langsam zu und dann läuft es wieder ab. Sowas schon mal irgendwie probiert oder gemacht? Nee, man könnte theoretisch, also es gibt in QGIS oder in anderen GIS, SagaGIS, GrasGIS oder TauDEM, glaube ich, ist es, Möglichkeiten, um hydrologische Verläufe zu simulieren. Das heißt, es wäre eine Möglichkeit, man kann mit Time Manager auch Rasterlayer animieren. Man könnte sagen, ich erzeuge meine Überflutungsflächen und danach animiere ich sie darüber, sage, okay, jetzt den Layer an, dann aus, dann an, dann aus. Ist ja schön. Also, über die Klassen kannst du im Prinzip, über die Klassen kann man im Rasterlayer im Prinzip sagen, alles was unter einem Meter ist, ist jetzt blau. Und wenn du das ganz langsam hochgehen lässt, dann hast du sozusagen genau diesen Effekt, wie das hochläuft. Und dann hast du ganz einfach gemacht. Es gibt in Gras auch so ein Tool, wo du so ein Lake rechnen kannst, aber im Prinzip würde das für so eine Visualisierung sehr wahrscheinlich schon was bringen. Aber ob man das jetzt im Time Manager unterstützt kriegt, das weiß ich nicht. Aber im Prinzip könnte man das, die Bilder nehmen und dann in so ein Videotool reinschmeißen und sich dafür so ein, das müsste eigentlich zu machen sein. Ich habe komplexer gedacht als du. Für mich klang es eher nach einer richtigen Verlaufsanalyse. Ne? Wo fließt es rein? Oder geht es nur um eine Ebene? Eine Ebene wäre relativ einfach zu machen, dass wir einfach im Rasterstil sagen, wo dann der Grenzpunkt ist. Ja, mal ideal ist natürlich, wenn man tatsächlich guckt, ich lasse das beregnen und es läuft irgendwo lang. Die Modelle gibt es ja letztendlich auch. Das Visualisieren und dann den Leuten, die entscheiden müssen, vorstellen, ist halt immer ein bisschen schwierig. Und ich sehe das halt irgendwie, wenn ich dem zugucke, eigentlich genau da liegen. Das würde gehen. Also man kann damit auch Rasterlayer animieren im Endeffekt.